Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute teilnehmen an dem Love Tag. Es ist ja bald Valentinstag und da ich ein ziemlich schlechter Bastler bin, habe ich mir gedacht, dass ich zu dem Thema halt diesen Love Tag mitmache. Die Fragen habe ich mir aufgeschrieben und ich würde sagen, starten wir mal mit der ersten Frage. Frage 1. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Nee, ich glaube nicht. Liebe muss wachsen. Liebe entsteht, Liebe wächst. Das, was man meint, auf den ersten Blick zu lieben, ist ja nur die äußere Hülle letztendlich. Ne? Man verliebt sich halt in das Äußere und das, was nachher die richtige Basis ist, die richtige feste Liebe ist, das muss wachsen. Mit den Jahren, mit den Monaten, keine Ahnung. Also lieber auf den ersten Blick, nein, glaube ich nicht dran. Frage 2. Was ist dein Lieblingszitat? Ja, da habe ich ein bisschen überlegt. Also, weil so viele Liebeszitate kenne ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, das, was ich am schönsten finde, ich muss es mal leider ablesen, ist, für die Welt bist du irgendjemand. Aber für irgendjemand bist du die Welt. Das ist von Erich Fried und ich finde das ein wunderschönes Gedicht und das sagt so viel über Liebe aus. Genau so ist es. Oder so sollte es sein letztendlich. Frage 3. Sollten wir nach Liebe Ausschau halten, drauf warten oder sie vergessen, bis sie passiert? Also ich denke, wenn man verkrampft danach sucht, nach einem Partner sucht, wird das nichts. In meinem Leben war es eigentlich immer eher so, dass ich gefunden wurde. Ich habe halt nie gesucht, ich wurde gefunden. Und es hat natürlich den einen oder anderen Partner gedauert, bis ich den Topf auf meinem Deckel, nein, umgekehrt, den Deckel auf meinem Topf gefunden habe. Aber ich finde, krampfhaft nach einem Partner suchen ist der verkehrte Weg. Bringt nichts. Ist im Grunde genommen genauso, wenn man krampfhaft schwanger werden möchte. Funktioniert meistens auch nicht, weil man dann so, weiß ich nicht, sich nur darauf konzentriert und man alles drumherum gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Also ich kann nur jedem raten, sucht nicht, lasst euch finden. Das ist das Schönste, wirklich. Frage 4. Zählt das Alter in einer Beziehung? Jein. Also es sollte im Rahmen der Legalität sein. Also ich finde, eine 14-Jährige sollte jetzt nicht unbedingt was mit einem 25- oder 30-Jährigen anfangen. Aber ab einem gewissen Alter, 18, ab 18, da denke ich, sind die Leute eigentlich erwachsen genug und sollten wissen, was sie tun. Und wenn dann ein 18-Jähriger halt eine 35-Jährigen liebt, dann ist das auch in Ordnung. Andersrum ist es natürlich auch wieder in die entgegengesetzte Richtung. Also ich finde, eine 20-Jährige sollte nichts mit einem 80-Jährigen anfangen. Hallo? Also irgendwie, es ist ein Jein. Also bei mir persönlich ist es Tatsache so, dass mein Mann auch 17 Jahre älter ist als ich. Und ich meine, es kommt auch so ein bisschen auf das Wesen eines Einzelnen an. Wenn man im Herzen jung bleibt und ein bisschen verrückt geblieben ist, dann passt das auch, dann geht das. Also auf jeden Fall sollte es passen und es sollte legal bleiben. Also im Grunde genommen finde ich, dass das Alter nicht wirklich zählt, solange es in der Legalität ist. Und lassen wir es dabei. Sonst rede ich mich um Kopf und Kragen. Nein, ich finde, nicht wirklich, aber Achtung. Ne? Frage 5. Wie verhindert man nach einer Enttäuschung den Glauben an die Liebe zu verlieren? Schwierige Frage. Sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, erstmal fällt jeder in dieses depressive Loch. Also insbesondere halt der Verlassene. Ne? Der verlässt, wird wohl keine Depression haben. Aber der Verlassene, ich glaube, das kannst du gar nicht verhindern. Wichtig ist, dass du dann, wenn du deine Trauerphase hattest,
von mir aus eine Woche oder so, dass du dann mit dem Arsch hochkommst und raus in die Welt gehst. Lass dich wiederfinden, sei offen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich raten kann. Es ist schwer, aber das Leben ist kein Ponyhof, hallo? Ja, ansonsten wüsste ich da keinen Rat. Arsch hoch und raus, ja? Was anderes kannst du da nicht tun. Außerdem lach ihn aus, weißt du? Das benutze Spielzeug, reich weiter. Ich bin ja nur etwas reicher an Jahren, dass man in jedem Negativen was Positives suchen soll. Ich muss sagen, danach lebe ich. Es gibt Tatsache bei jedem Negativen was Positives. Es gibt da, wo Licht ist, gibt es immer Schatten. Umgekehrt auch, wo Schatten ist, ist auch Licht. Und geh in das Licht. Also such dir immer die positiven Sachen, bewahre dir die schönen Stunden, die ihr zusammen hattet und nicht die hässlichen Stunden, weil die verbittern nur, die machen Falten im Gesicht, braucht keiner. Am besten ist wirklich mein Rat, rausgehen, Arsch hoch und das Leben genießen. So, und dann wirst du auch wieder gefunden, garantiert. Frage 6. Gibt es einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein? Ja, ganz bestimmt. Die Liebe ist ganz tief, die ist verankert im Herzen. Wenn man liebt, dann hat man vielleicht so dieses Verliebtsein-Gefühl nicht mehr. Diese Schmetterlinge im Bauch, das Fahrstuhlfahren, das hast du nicht mehr ganz so oft. Das verschwindet leider, leider, leider. Weil ich muss sagen, ich finde dieses Gefühl nämlich ziemlich toll. Wer nicht, ne? Aber es ist leider so, dass wenn die Liebe wächst, halt diese Gefühle in den Hintergrund rücken. Es wären einfach andere Sachen wichtiger. Aber den Unterschied gibt es garantiert. Verliebtsein ist halt das erste Jahr, wenn es gut läuft. Und dann sollte die Liebe wachsen. Man fokussiert sich einfach auf andere Dinge. Denn im Leben, der Alltag kehrt ein. Die rosarote Brille wird wieder blass. Der Himmel hängt nicht mehr voller Geigen. Aber trotzdem ist es sehr schön. Es ist schön, es ist ein anderes Gefühl. Ich glaube, was das so richtig gut beschreibt, zu lieben ist, wer freiwillig treu ist, der liebt. Letztendlich ist es so. Ja, das waren die 6 Fragen von meinem Love-Tag. Vielleicht haben sie euch gefallen. Schreibt sie mir einfach in den Kommentaren, ob ihr eine andere Meinung zu gewissen Fragen habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag. Stay strong. Eure Susi. Tschüss.